Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Crew 2 hier auf dem Pixel-Helden-Kanal mit mir, dem Ray. Es ist wieder soweit, ein neues Update und damit eine neue Episode des Motorpasses stehen an. Und ich habe wieder mal die Möglichkeit bekommen, mir das Ganze im Vorfeld anzuschauen, beziehungsweise ich schaue es mir jetzt an, denn das Ganze machen wir wieder nach guter alter First-Look-Manier. Die US-Tour West steht an und ich würde auch sagen, wir verlieren keine Zeit und schauen direkt mal rein, was uns denn da erwartet. Denn wenn wir das Ganze hier starten, sollte, glaube ich, gleich so ein Intro kommen. So ist es. Die US Speed Tour West. Das Rennen geht weiter mit einer neuen fantastischen Tour. Hier Lara wieder auf Sendung für die nächste US Speed Tour von Motorflix. Wenn euch die East Tour gefallen hat, dann werdet ihr die West Tour lieben. Das wird anders. Ihr werdet sehen. Bei der US Speed Tour West geht es um rekordverdächtige Autos, Marke Eigenbau und atemberaubende Landschaften. Wieder sind es 8 Wochen, 8 Stages und 8 Specials, in denen ihr euch ein Rennen gegen die Zeit liefert. Ja, genau. Team Speed, Spearhawk, Hoodlum Racing Crew, Fire Air Filters und American Patrol. Fahre schnell, besiege die anderen, beende die Stages als Erster. Hab Spaß, lass die Rekorde purzeln und zeige es allen. Na, das schaut doch schon mal richtig cool aus. Also an all diejenigen, die Spaß hatten mit der Osttour oder der Easttour, werden es sicherlich auch mit der Westtour haben. Es ist auf jeden Fall ein bisschen offroadiger, das habe ich ja schon eh vermutet und das haben mir dann auch einige bestätigt, dass es so ist. Allerdings die Fahrzeuge, die wir haben bekommen, bis jetzt auf die linken oder die genau hinter mir sind, sind die auf der rechten Seite doch schon wieder eher für ja, den normalen Track gemacht in irgendeiner Art und Weise. Man hat auch schon so ein bisschen die Salzwüste gesehen. Klar, macht auch irgendwo Sinn. Also ich glaube, da werden wir auch ein bisschen unterwegs sein dann in diesen 8 Wochen. Hier auf diesem Test-Account haben wir natürlich nicht oder habe ich nicht alles freigeschaltet. Wir haben wieder eine kleine Auswahl, aber ich glaube, für so einen ersten First-Look lohnt sich das schon. Gleich vorneweg für dich, das Update wird morgen am 8. September erscheinen. Wie viel Uhr, kann ich dir noch nicht sagen. In der Regel war es immer so gegen Mittag, manchmal aber auch ein bisschen später. Das ist, glaube ich, immer so, wie die Server halt gerade dann irgendwie ans Laufen kommen. Ich wünsche dir auf jeden Fall schon mal jetzt viel Spaß und toi toi toi, dass du relativ schnell auf dieses Update zugreifen kannst. Und bevor ich jetzt noch mal einen Schritt weiter gehe, auch der Hinweis, es kommen auch neue Fahrzeuge rein, die direkt auch am 8. September verfügbar sind. Und dann noch mal ein bisschen später während dieser zweiten Episode der dritten Staffel des Motorpasses. Wir werden auf jeden Fall am Ende des Videos nochmal alle ganz kurz, zumindest mal die, die in dieser Testversion sind, ganz kurz angucken, werde ich ganz kurz was zu sagen. Vielleicht mache ich aber auch nochmal ein extra Video, wo ich so die neuen zusammenfassend zeige. Warum zusammenfassend und nicht einzeln, wie ich das zum Beispiel beim Bugatti Tianyu Deci gemacht habe. Weil diese Fahrzeuge meiner Meinung nach jetzt nicht, oder ein Fahrzeug davon nicht, eine einzelne Folge verdient hat, wie auch immer. Ach, keine Ahnung. Guckt einfach weiter. Auf jeden Fall schön, dass du eingeschaltet hast. Schön, dass du dabei bist. Wir gucken einfach mal rein. Ja, wir holen das ganze Ding natürlich mit Premium jetzt hier beim Test. Wobei, ist egal. Wir haben eh alle Fahrzeuge. Das ist cool. Wir haben alle Fahrzeuge schon direkt frei. Diese 4, die wir schon gesehen haben. Wir gehen es aber trotzdem ganz kurz mal durch. Können wir gerade mal alles einsammeln. Also, man beginnt auf jeden Fall mit dem MX-5 Miata 89 hier in der Rally Raid Edition. Und da kann ich auch schon mal verraten, der ganz normale MX-5 wird eben auch ab dem 8. September, also mit dem Update, dann mit im Spiel sein. Das ist eines dieser Fahrzeuge, die mir dazukommt. Wahrscheinlich auch das einzige, wo es sich so wirklich lohnt, ein bisschen länger drauf zu gucken. Mal gucken, was wir da so tunen können. Aber dazu, wie gesagt, gegen Ende der Folge mehr. Also, falls es dich interessiert und du es nicht abwarten kannst, spule einfach vor. Habe ich kein Problem damit. Für das ist es ja ein VOD. Dann kannst du entsprechend schon mal gucken, was da Neues dazukommt. Genau, dann haben wir hier den Lancia Delta S4 Hoodlum Racing. Also das Hoodlum ist ja gar nicht von Hoonigan inspiriert, ne? dann später bekommen wir wohl genau hier diese Corvette. Und das ist ein Touring Car. Man könnte erst meinen, das ist ein Trackstar irgendwie. Aber nee, es ist tatsächlich in der Touring Car Klasse, was ich sehr interessant finde. Mal gucken, wie es sich fährt. Wie gesagt, wir gucken uns all diese 4 Fahrzeuge definitiv heute an. Und das letzte ist nämlich dann ein ja, Alpha-GP-Fahrzeug oder Alpha-Fahrzeug, wie auch immer die nochmal heißen. Habe ich ja einen auch schon mal in die Garage gestellt. Ganz am Anfang der Folge. Hier haben wir das gute Ding. Und ja, sieht schon heftig aus. Wie viele Zylinder hat denn der? 12, oder? Ja. Ja, 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 12. Könnte ja auch mehr haben. Wäre ja auch was. Sieht auf jeden Fall schon
sehr, 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 sehr speziell aus, aber irgendwie auch sehr cool. Ja, mal gucken, mal gucken. Ja, wie gesagt, wir steigen direkt mal ein. Würde ich sagen, ups, das ist das falsche Menü. Entschuldigung dafür. So. Und dann gehen wir doch mal rein in die USB Tour West. Was haben wir denn alles? Also wir haben das erste Special, wir haben die erste Stage, die wir angucken können. Und jetzt sagt bloß nicht, wir dürfen nicht mehr angucken. Oh, okay. Ja, dann ist es aber ein sehr kurzer Blick da rein tatsächlich. Egal, wir gucken uns trotzdem alle Fahrzeuge an. Beim letzten Wochenendtest durfte ich tatsächlich noch mal immerhin zwei mehr Stages da hinten angucken. Aber gut, okay, dann kann ich nicht so viel vorwegnehmen, aber ist auch nicht schlimm. Wir steigen ein mit Street Race. Da ist jetzt kein Fahrzeug dazugekommen. Ist aber auch nicht schlimm erstmal. Wir gucken uns jetzt erstmal die Stages an und dann gucken wir uns die Fahrzeuge an in einfach ganz normalen Wettbewerben, damit du einfach einen schönen Ersteindruck bekommst. Und ja, da haben wir ihn sogar schon direkt. Aber den wollen wir den direkt so fahren? Stock? Nee, komm, wir wechseln das Fahrzeug. Den gucken wir uns, wie gesagt. Ich glaube, ich mache nochmal eine Folge, wo ich dann die neuen Fahrzeuge angucke. Wie gesagt, der kommt eben auch dann morgen mit dem Update rein. Ansonsten ist in der Street Racing Klasse, glaube ich, nichts neu. Ich will jetzt irgendwas Cooles fahren. Den bin ich schon öfters hier gefahren, den Winter Agent, in so einem Wochenendtest, weil er der ja auf diesem Test-Account einfach drauf ist. Sollen wir einfach hier den GLC fahren? Komm, machen wir einfach Scheiß drauf. Einmal, weil wir es können, machen wir das. Sehr schön. Geht ja in erster Linie darum, erstmal die ganze Geschichte anzuschauen. Ja, viele hat's verwundert, dass letzte Woche tatsächlich. Hallo zusammen, seid ihr bereit für das Special Nummer 1 der USB Tour West? Mount Rushmore in den Black Hills von South Dakota wartet. Ist das etwas für Fahrer, die von der Straße abkommen? Hä, ist der nicht getuned? Ich dachte, der ist getuned. Oder ist der einfach so langsam? Ja, das ist immer eine kleine Challenge. Gucken wir mal, ob wir es trotzdem schaffen. Was wollte ich sagen? Ah, genau. Viele von euch hat es verwirrt, glaube ich. So, aber auch mich tatsächlich ein bisschen, nur umgekehrt, dass eben letzte Woche nicht das Update kam. Es war jetzt ja quasi eine Woche Motorpass-Pause. Normalerweise ging es ja eigentlich immer fliegend weiter. Warum und wieso, weiß ich jetzt nicht, aber es ist halt jetzt halt so, dass es so war. Für mich war es halt ein bisschen andersrum kompliziert, weil ich wusste schon tatsächlich relativ früh, dass ich wieder für dieses Testwochenende eingeladen werde. Da haben sie sich relativ früh gemeldet von Ubisoft. Und vielen Dank da auch nochmal an Ubisoft und an Ivory Tower, an die Entwickler. Und natürlich auch ein großer Dank an dich für deinen Support. Denn ich glaube, ohne deinen Support würde ich dafür auch nicht eingeladen werden. Und deswegen war für mich ja, okay, gut, dann kann ich jetzt an diesem Wochenende, oder wenn du jetzt das Video schaust, am vergangenen Wochenende, das Ganze anschauen und dir wieder einen schönen First Look, Ersteindruck der Alte eben geben. First Look, Ersteindruck, ja. Gut, einmal in Englisch, einmal in Deutsch gesagt, egal. Du hast es verstanden. Und daher dachte ich, dass der Motorpass, also Episode 3, Season 3, Episode 1, so rum, eben halt bis letzte Woche geht, aber so war es ja gar nicht. Deswegen habe ich ja ganz, ganz spontan ja noch den The Crew 2 Stream vor einigen Tagen, beziehungsweise vorletzte Woche gemacht. Also mich hat es ein bisschen andersrum verwirrt und viele von euch hat es wiederum so rum verwirrt, wie ich es gerade gesagt habe. Ganz viele haben gesagt, ja, hä, wieso kam da kein Update, was ist da los? Aber ja, irgendwie gab es da halt wohl in der Planung einen Grund, warum sie das verzögert haben. Aber sei es drum, es geht auf jeden Fall jetzt weiter mit der West-Tour. Und das ist ja eine schöne Sache. Jetzt habe ich es dann doch irgendwie geschafft. Ich glaube, in den Kurven ist er relativ stark. Und da ist er auch irgendwo getuned, nur in der Power fehlt ihm ein bisschen. Ja, der GLC, kein neues Fahrzeug. Den haben wir uns im Let's Play auch vor Ewigkeiten angeguckt. Ich kann jetzt nicht sagen wann, aber ich weiß, dass wir ihn uns auf jeden Fall angeguckt haben. Ich glaube, ich habe den sogar in Rot gefahren. Könnte mich aber auch täuschen. Gleich auch in Gelb, wie so oft in diesem Let's Play. So, das ist aber erstmal eine ganz normale Straßengeschichte. Also das, was wir eigentlich auch schon von der Osttour kennen. Ja, und wir haben ja auch gesehen, das nächste ist Rally Raid, glaube ich, oder Rally Cross. Das haben wir ja auch schon gehabt in der Osttour. Und ich glaube auch, ich bin mir aber da nicht sicher, dass wir sogar irgendwas mit Flugzeugen oder so sehen werden bei der West-Tour. Also wir werden nicht nur auf der Straße, glaube ich, unterwegs sein. Aber Angaben ohne Gewehr an dem Punkt, da habe ich tatsächlich keine genauen Infos dazu bekommen.
Diesmal ist alles so ein bisschen... Ja, wie soll ich sagen? Vielleicht ist es schon ein bisschen eingespielt, diese Testwochenende. Also versteht mich nicht falsch, ich bin unglaublich dankbar, eingeladen zu werden. Und das nehme ich auch sehr, sehr gerne wahr. Aber ich habe das Gefühl, dass dieses Update ein bisschen schwach ausfällt. Im Sinne von, was für Infos man bekommt für das Testwochenende, was für neue Fahrzeuge man schon sieht. Weil ich meine, beim letzten Fahrzeug, beim letzten Testwochenende, wurde gerade unterbrochen, Entschuldigung, war es halt so, dass man, immer, wie gesagt, immerhin den Cento Deci angucken konnte und eben den EB110, was schon mal sehr cool war. Solche wahnsinnige, besondere Fahrzeuge haben wir jetzt erstmal nicht an diesem Testwochenende. Aber vielleicht ist es auch Ansichtssache. Also es gibt zwei Fahrzeuge tatsächlich auf diesem Test-Account, die erst am 22. September dann für uns alle erscheinen werden. Also ich habe schon einen Early-Early-Look. Allerdings halt finde ich die Fahrzeuge, wie gesagt, ich werde es am Ende nochmal sagen, jetzt nicht so besonders. Aber wie schon gesagt, das ist glaube ich halt auch immer so Ansichtssache einfach auch. So, egal. Lassen wir uns davon jetzt nicht abhalten. Wie gesagt, ich wiederhole es nochmal. Ich bin da sehr, sehr, sehr dankbar für die Möglichkeit. Und ich meine, es kann ja nochmal ein Update geben, was für den einen oder anderen mehr und für den anderen halt weniger interessant ist. Also, das ist halt einfach so. So, das Fahrzeug wechseln wir aber. Ich glaube, wir gehen auf... Jo, den können wir jetzt ja testen. Genau, das ist ja geil. Der ist ja Rallycross. Das passt ja dann. Sehr cool. Okay, klingt cool. Dann haben wir immerhin schon mal den ersten von den Vieren getestet. Alles klar, los geht's. Willkommen zum Start der ersten Stage der USB Tour West. Von South Dakotas Black Hills zu Wyomings Yellowstone Park. Hört sich auf jeden Fall am ersten Meter ein relativ geiles Ding. Na gut, was erwarten wir auch von einem Lancia Delta S4. Oh, okay, da habe ich es ein bisschen übertrieben. Aber geiles Teil auf jeden Fall. Ich muss ja auch tatsächlich gestehen, beim letzten Testwochenende, also wo die US Speed Tour Ost, um es mal auf Deutsch zu sagen, reingekommen ist, war ich am Anfang erst so, oh geil. Und dann, als wir es getestet haben, dachte ich so, ha, irgendwie fehlt mir da was im Vergleich zu den anderen Motorpasses, die wir bis jetzt hatten. Allerdings, als ich dann im Livestream nochmal komplett gefahren bin, eben vor einer guten Woche, fand ich es dann doch relativ geil. Und deswegen, ja, man ist natürlich jetzt schon ein bisschen so, ja, wie ist das richtige Wort dafür? So ein bisschen, ja, okay, ich muss es umschreiben, mir fällt das richtige Wort gerade nicht ein. Man ist schon ein bisschen so, ah doch, jetzt fällt es mir ein, ein bisschen sensibilisiert dafür, was uns jetzt hier erwartet. Und deswegen ist jetzt die Vorfreude irgendwie dann doch jetzt auf die Westtour doch ein bisschen größer, finde ich. Einfach nochmal so gucken, ein paar andere Challenges oder ein paar andere Etappen. Weil da waren schon ein paar richtig geile Etappen dabei. Und auch die jetzt hier finde ich jetzt auf den ersten Moment eigentlich ganz nice und gefällt mir. Schade, dass ich, wie gesagt, nicht mehr angucken kann oder dir noch nicht mehr zeigen darf. Aber ja, ich glaube, wir dürfen gespannt sein. Autsch. Ja, macht aber Bock mit dem. Wie ihr ja gesehen habt, wenn ihr euch den Motorpass direkt premium-technisch holt, dann habt ihr den auch direkt von Anfang an mit dabei. Aber ja, ich glaube gerade bei... Also wenn ihr wirklich aktiv spielt, und davon haben wir ja einige hier am Start, ich glaube, dann lohnt sich diese Premium-Geschichte bei Motopass eigentlich nicht. Weil gerade jetzt hier gibt es jetzt keine Fahrzeuge, die man dafür wirklich braucht.
anders wie beim Anfang im Motorpass, wo man jetzt zum Beispiel ein spezielles Cop-Car oder so gebraucht hat. Sondern man kann ja die ganz normalen Fahrzeuge dieser Klasse einfach nutzen. Und ich glaube, da wird jeder entsprechende Fahrzeuge schon haben. Aber klar, das kann ja jeder selber sich überlegen. So, jetzt geht es hier, glaube ich, nochmal ein bisschen auf die Straße, oder? Jawohl. Mal ein bisschen Asphalt mitnehmen. Ha, ich will immer zu schnell in die Kurve. Aber irgendwie verleitet das Fahrzeug auch dazu, ein bisschen leicht im Slide zu fahren. Also er bleibt super stabil, macht echt Spaß. Jetzt kommen hier nochmal Schikane. Jawohl, und ich verkack sie direkt. Mit Anlauf gegen die Bande. So, diesmal lief es besser. Sehr gut. Ja, war eine coole Etappe auf jeden Fall. Gliedert sich auf jeden Fall zu den etwas besseren ein. Wenn man jetzt mal die gesamte US-Tour zusammennimmt. Das Rennen erreicht gleich den Yellowstone Park mit seinem berühmten Geysir Old Faithful. Wer ist der Schnellste? Na, ich. Wer denn sonst? Ja, was man vielleicht auch noch sagen kann, also nach Season 3 geht es natürlich weiter mit Season 4 und danach auch nochmal mit Season 5. Teilen, die wir fürs Tunen nehmen können. Also, immer her damit. Das wissen wir schon. Also es wird tatsächlich nach... Geil. Bisher hat... Also es wird nach dieser Episode 2 von Season 3 wird es auf jeden Fall weitergehen mit Season 4 Episode 1. Also es wird keine Episode 3 geben oder sowas. Das kann man, glaube ich, auch schon mal sagen. Also das heißt, wahrscheinlich erwartet uns bei Season 4 wieder was ganz Neues, etwas ganz anderes. Also sie werden jetzt keine US-Tour Nord und Süd, glaube ich, machen. Vielleicht schon, aber ich denke es mal eher nicht. So, und da mir das Gelaber gerade ein bisschen auf den Sack geht und die auch irgendwie ja nichts Neues geben, mache ich das mal gerade auf Null. Ich glaube, wir können auch die Untertitel, also muss ich gerade mal gucken, wo das ist. Was ist hier? Spiel. Ja, genau, machen wir das mal weg. Ich glaube, das brauchen wir nicht mehr. Wir erleben jetzt ja eh nichts Neues mehr, außer natürlich die neuen Fahrzeuge oder beziehungsweise die vier Fahrzeuge, die im Motorpass mit drin sind. Und dazu, ja, wählen wir erstmal das Fahrzeug aus, hätte ich gesagt. Das eine oder andere neue Fahrzeug werdet ihr vielleicht auch schon sehen. Dann würde ich aber sagen, bevor wir die Corvette, wobei die Reihenfolge ist ja eigentlich egal. Komm, fangen wir mit der Corvette an, wenn wir sie hier gerade schon mal haben. Achso, ja, zwecks Optik, wie es halt immer ist, die Sachen kann man halt optisch nicht anpassen. Ne? Das ist wieder halt einfach der Street Race und Hypercar-Klasse vorbehalten. Deswegen habe ich ja schon gesagt, der MX-5 ist wahrscheinlich das einzige spannende Auto dann, was neu dazukommt, weil alle anderen schon eben nicht in die andere oder in die besagten Klassen reinfallen, um es so auszudrücken. So, aber labern wir nicht groß rum. Ich habe am Anfang genug gelabert und darauf hingewiesen und dies und das. Jetzt wollen wir die Action endlich mal sprechen lassen. Und deswegen gehen wir da drauf. Wie immer beim Test-Account habe ich natürlich nichts freigeschaltet. Das ist halt hier so. Aber wir könnten ja eigentlich auch wieder so was machen. Genau, machen wir einfach hier die Osttour nochmal. Ist doch egal. Passt ja irgendwie rein. Jetzt nur gut wissen, welche waren jetzt davon geil. Ich weiß es nicht. Ich glaube, alle Touring-Cars waren relativ cool. Wir nehmen einfach jetzt das hier. Ist ja auch egal. Und dann fahren wir mal mit der Corvette, die halt echt krass aussieht. Also es sieht aus halt wie echt so ein Trackster. Nicht wie ein Touring-Car, meiner Meinung nach. Aber gut. Aber gut. Okay, hat auf jeden Fall einen mächtigen Start. Gucken, wie die um die Ecke geht. Wir haben auf jeden Fall wieder, glaube ich, nur einen Viergang oder Dreigang. Moment. Doch, Viergang. Vierganggetriebe, aber halt sehr, sehr lange Übersetzung. Logisch. Aber macht irgendwie Bock auf den ersten Metern. Alter, wie der abgeht. Holla. Okay, das Ding hat aber mit meinem richtig mächtig Bums. Und es klingt auch echt scharf. Guck mal, wie das knattert, ey. Okay, überzeugt mich jetzt sehr positiv, das Teil. Also
400 kriegen wir auf jeden Fall drauf. Bisschen bremsen. Und ich denke, man kann auch davon ausgehen, dass wir bei der US Tour West entsprechend auch mal noch Touring Cars wieder haben. Also es würde sich ja das Fahrzeug irgendwie auch nicht lohnen, oder? Also, der geht ganz schön gut ab, auch durch die Kurven. Man glaubt es fast nicht. Also man denkt ja wirklich, das Ding kann nur geradeaus, aber das ist ja mal ein richtiger Kurvenräuber. Lecko funny. Der erste Gang ist halt ein bisschen blöd so beim Rausbeschleunigen, aber ansonsten ist es sogar relativ geil, dass er so, ja, quasi ein Getriebe mit wenig Gängen hat, aber die halt lang übersetzt sind, weil er halt die Power dann halt auch richtig krass entfalten kann. Geiles Teil. Ja, cool. Alter. Geht ab. Geht ab. Oh, das war nicht gut. Da wollte ich zu viel. Ich mal aus der Cockpit-Sicht auffahren. Müssen wir das auch mal mitnehmen hier. Gerade größer machen. Da schon ordentlich durch, Lecko funny. Uiuiuiui. Sehr gut. Das geile alte Fahrwerk wie Screech. Aber trotzdem stabil, ey. Das ist irgendwie so funny. Ich finde es geil. Ja. Aber alles verzeiht es dann auch nicht. Ja, alles wird Zeit auch nicht. Ich habe es gerade gesagt. Aber cool. Cool, cool, cool. So, ein bisschen Konzentration jetzt noch. Nicht die ganze Zeit in die Bande knallern. Ja, diese etwas kurvenreicheren Abschnitte, die liegen dem dann, glaube ich, nicht so, weil da ist man dann halt wirklich doch ein bisschen limitiert durch die wenigen Gänge. Also ich glaube, die klassischen Touring-Car-Rennen sind damit wahrscheinlich eher nicht so geil, aber diese US-Tour-Geschichten sind damit halt, glaube ich, echt wie gemacht. Ups. Ja, sehr cool. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns jetzt den Mazda an, den Rally Raid Mazda. Da fahren wir jetzt aber ein ganz normales Rally Raid Event. Und dann im Anschluss gucken wir uns eben noch den Alpha GP an, der so einen komplett kranker Namen hat. Ist ja auch so eine komplette Eigenkonstruktion. Mal gucken, wie der so ist, gerade auch im Vergleich zum KTM, den wir reinbekommen haben, der ja auch im letzten Update, im letzten Motorpass echt extrem krass unterwegs war. Und ich weise nochmal darauf hin, weil du schon wieder dich fragst, da oben diese Finanzen und so weiter. Das ist ein Test-Account. Den habe ich ein Wochenende. Dann kann ich den nicht mehr nutzen. Dann wird der auch zurückgesetzt und so weiter. Ne? Das ist rein nur zum Looky-Looky machen und so weiter. So, genau. Mazda, Rally Raid. Jetzt muss ich gerade gucken, wo Rally Raid nochmal ist. Na, hier ist es nicht. So, da habt ihr auch ganz kurz den einen der neuen Fahrzeuge schon gesehen. So,
Da haben wir ihn nämlich. Und genau, dann wählen wir den auch direkt mal aus. Ich habe mal auch die Liste hier, also wenn ihr wundert, wenn ich auf einen anderen Monitor gucke, habe ich die Liste aufgeschlagen, wo halt auch steht, was wann kommt und so weiter. Klingt aber nicht schlecht. So, jetzt aber, komm, machen wir hier Offroad Rally Raid. Nehmen wir einfach das erstbeste Event und gucken mal, was der kleine Mazda da so kann im Gelände. Sieht auf jeden Fall schon echt cool aus. Vor allem die Zusatzscheinwerfer da oben wirken halt übelst riesig im Verhältnis. Aber klar, der Mazda ist halt auch super klein, ne? Hat aber, glaube ich, einen Allradumbau. Also der hat ja super viel Grip. Also normalerweise ja so ein Mazda eher Hinterrad angetrieben. Also Allrad definitiv nicht. Aber der hier, gehe ich stark davon aus, dass der Allrad hat, so wie der direkt Grip aufbaut. Ups. Mal, wie wir hier abschneiden. Ich habe gehört, die Rampe muss man mitnehmen. Oh, aber da will ich jetzt hier reinballern. Das war irgendwie nicht so gut. Für den besonderen Kick. Aber ja, doch, im ersten Moment würde ich sagen, kann man ganz gut gegen Felsen ballern. Ne, im ersten Moment finde ich ihn tatsächlich für Rally Raid gar nicht so verkehrt. Ihr wisst ja, vielleicht, wenn ihr schon ein paar Folgen auf dem Kanal gesehen habt hier zu The Crew 2, dass ich nicht so der größte Freund von Rally Raid bin. Aber ich finde ihn doch eigentlich jetzt erst im ersten Moment so, erster Eindruck, doch ganz angenehm. Als ob ich jetzt da zurückgesetzt werde. Lächerlich. Das ist doch lächerlich. Nee, er fährt sehr smooth tatsächlich durchs Gelände. Gefällt mir. In Anführungsstrichen 5 Gänge. Aber die reichen ja eigentlich. Vorsicht, Bäumchen. Die wollen wir nicht mitnehmen. Oh, eine Hütte im Weg. Ja. Leicht touchiert. Ich glaube, ich habe hier nicht den optimalen Weg genommen. Mitten durch den Wald, aber hey, soll mir egal sein. So, wir haben es geschafft. Klonk. Sehr schön. Ja, und last but not least schauen wir uns jetzt eben den Alpha GP an. Jetzt gucken wir gleich auch nochmal auf den Namen. Es gibt immer diesen Moment. Achso, ja, weil erstes Dings, ja. Man merkt, Test-Account, der ist noch nicht freigeschaltet, also nicht direkt freigeschaltet. So, dann gehen wir schnell darüber. Na, gucken wir doch mal. Der war doch hier rechts irgendwo. Ich meine, auffallen tut er auf jeden Fall. Also, ne, den hatten wir ja das letzte Mal bekommen. Und jetzt kommt der hier dazu. Er ist auf jeden Fall topspeed-technisch schneller schon mal. Krass, auf jeden Fall. Also, Kratos Yazid Design X American Patrol. Krankes Ding. Wählen wir aus. Und dann gucken wir, was der kann. Also, ich kann mir vorstellen, dass der halt auch topspeed-technisch richtig, richtig fix ist. Pro Racing, Alpha Grand Prix und dann machen wir, ja, machen wir einfach eine Strecke, ist ja egal. Der muss ja auch kurven können. Oh, ich hoffe jetzt nicht, dass wir im Schnee fahren müssen. Dann breche ich direkt ab. Ich will jetzt schon hier im schönen Wetter fahren. Sieht schon krass aus, ey. Ich glaube, wir fahren hier wirklich jetzt im Schnee, ne? Ah, nee, das will ich nicht.
brechen wir das mal ganz kurz ab. Und suchen uns ein anderes, wo wir entsprechend vielleicht... was Cooles bekommen, eine Tour mit LNA. Wollen wir dann einfach so eine Stage nochmal fahren? Die dauern halt ein bisschen länger, aber was soll's. Ja, komm, lass einfach machen, oder? Ja, ist ja egal. Lass einfach machen, wenn das Video ein bisschen länger wird, ist ja nicht schlimm für so einen Ersteindruck. Können wir uns die Zeit ja auch ein bisschen nehmen. Ich glaube, das Fahrzeug hat es allemal verdient. Boah, ist ja direkt, okay. Aber gut, nichts anderes sollte man eigentlich erwarten. Okay, 8 Gänge Maximum. Aber wie schnell der jetzt halt auf über 400 war, ne? Okay, der ist... Okay, der ist schon anders zu fahren als der KTM. Also ich würde jetzt behaupten, der KTM ist schon mehr kurvenrollbar als der hier. Aber ich glaube, was Beschleunigung angeht... Naja, was Beschleunigung angeht, wird der hier ein bisschen krasser unterwegs sein, könnte ich mir vorstellen. So aus dem Bauch raus. Also er lenkt schon direkt ein, aber man merkt schon bei den hohen Geschwindigkeiten. Ich teste gerade ein bisschen, sorry. Also ja. Also ich glaube, der KTM wird den meisten mehr gefallen. Aber wenn es jetzt rein um Power und Speed und Beschleunigung geht, ist das Ding natürlich schon echt eine Waffe. Der zieht quasi fast schon von selbst immer gerade ein bisschen. Das finde ich ein bisschen schwierig. Also der baut halt irgendwie ganz komisch Grip wieder auf. Ja, muss man sich darauf einlassen. Und ich denke mal, übers Feintuning kann man da natürlich entsprechend auch nochmal ein paar Sachen anpassen. Aber schon ein cooles Fahrzeug auf jeden Fall. Also schon ein bisschen verrückt, aber mir gefällt's. Noise. Ja, wie immer auch für dich der Hinweis, wenn das Update erscheint, werde ich natürlich nicht direkt mit meinem richtigen Account reingucken, sondern sollten halt natürlich nochmal neue Fahrzeuge kommen in dieser Zeit, dann gucke ich mir die sehr gerne an. Ansonsten werde ich natürlich, wenn dann das meiste oder wahrscheinlich fast alles freigeschaltet ist im Motorpass, weil ja wöchentlich die Sachen erst freigeschaltet werden, wieder in so einen Gesamt-Livestream machen, wo wir dann einfach den Motorpass erledigen werden, wo wir einmal die Westtour komplett durchfahren werden. Ich finde einfach, das hat sich jetzt eigentlich bewährt, nur die letzten Male im Motorpass, dass ich da am Ende nochmal drauf gucke. Deswegen einen Tag vor dem eigentlichen Update mal einen kleinen First Look geben und dann nochmal am Ende das Ganze auch dann abzuschließen hier auf dem Kanal. Das fand ich eigentlich immer so bis jetzt der beste Weg. Ganz komisch gerade. Merkt halt so, oder so stelle ich es mir zumindest mal vor, dass der halt echt super viel Grip auf der Hinterachse halt hat und dadurch halt auch immer sich von selbst gerade zieht. Und es geht voll, oder? Ja. Also gerade diese Schikanen finde ich ein bisschen schwierig. Das ist wie wenn er die Lenkbefehle gar nicht richtig annehmen möchte. Ich muss wirklich das Lenkrad, oder den Stick besser gesagt, vom Controller komplett reinwerfen, damit er überhaupt was ja, reagiert. Also wenn ich jetzt hier ich lenke jetzt hier die ganze Zeit voll links, rechts, links, voll Einschlag und er ja, ihr seht, er wackelt ein bisschen, aber er nimmt es nicht an. Beim KTM wäre er schon längst irgendwo in die Wand abgedriftet. Also so feine Lenkbewegungen bringen bei dem gar nichts. Den muss man schon richtig reinschmeißen in die Kurve. Und er ist halt, sagen wir mal, Reaktions... Ja, ich weiß nicht, schwierig. Also, am Anfang habe ich gemeint, er reagiert schon schneller, aber ich glaube, das war eher das Gefühl so, wenn man zum ersten Mal wieder so ein Alpha GP fährt,
Weil wenn ich jetzt so rückblickend jetzt ein paar Meter gefahren bin, würde ich sogar eher sagen, er ist reaktionsträge. Also es dauert ein bisschen, bis er den Lenkbefehl wirklich auch wahrnimmt. Und genauso, wenn du wieder die Lenkung zumachst oder wieder gerade stellst, je nachdem, wie du das jetzt ausdrücken möchtest, auch das tut er alles so verzögert. Es fühlt sich alles ein bisschen verzögert bei dem an. Deswegen sind die Schikanen auch schwierig. Also so ein bisschen, ja, träge, was das betrifft. Muss ich da ein bisschen drauf einlassen. Aber, wenn man das tut, dann, ja, glaube ich, schon eine starke Waffe, das Teil. Wie gesagt, von der Beschleunigung, von der Power, ist das Ding schon eine Waffe. So. Da sind wir durch. Und dann schauen wir jetzt nochmal die Fahrzeuge an, die eben neu mit dazukommen. Erstmal die, die, wie gesagt, ab morgen mit dem Update auch mit dabei sind, die man dann einfach erwerben kann. Ein Fahrzeug, wie gesagt, haben wir ja schon gesehen. Das ist einfach der Mazda MX-5. Den werden wir uns im nächsten Video auch auf jeden Fall nochmal angucken. Jetzt nicht nur den. Wie gesagt, wir gucken uns alle nochmal an, die ich jetzt zeige, die ich jetzt quasi anteasere. Jetzt müssen wir gucken, wo er ist. Bin ich schon vorne vorbei? Nee, da ist er. Also, den gibt es einmal. Da können wir natürlich auch optisch ein bisschen was machen. Street Racing Klasse. Dann kommt dazu, ich schiel kurz aufs Blatt, eine Corvette, auch Touring Car. Also im Prinzip das Pendant zum Motorpass-Fahrzeug. Sieht nicht ganz so spektakulär aus, ne? Das haben wir uns ja gerade eben angeguckt. Das wäre quasi das Gegenstück dazu, was wir dann fahren können. Klar, sieht halt erstmal in erster Linie ganz normal aus, wie so eine C3 Corvette, natürlich mit den Slicks und fetten Reifen und so weiter, aber das ist jetzt quasi, ne, wer sich jetzt das nicht gönnen möchte, den Motorpass, hat er trotzdem die Möglichkeit, sowas abzugreifen, war ja beim KTM genauso, beim Alpha Grand Prix. Dann ein Fahrzeug, was noch nicht hier drin ist, das ist dann ein Ready-Rate VW Käfer, der kommt auch noch dazu, den habe ich jetzt hier nicht in der Version, aber der soll dann auch wohl ab morgen mit dabei sein, den man dann erwerben kann. Und dann last but not least, man hat es, glaube ich, auch schon gesehen, ganz kurz das Fahrzeug, das muss ich ganz kurz gucken, in der Rally-Raid-Klasse, nee, das ist Rally-Cross. Aber das muss doch hier sein, bin ich jetzt auf den Kopf gefallen oder was? Da ist es, genau, also das ist den wir gerade gefahren sind. Und da gibt es auch quasi das Pendant dazu, wenn man sich eben das nicht gönnen möchte, gibt es dann halt einfach nochmal den Mazda MX-5 als Rally-Raid-Version. Wie gesagt, Motopass-Variante und die man dann so erwerben kann. Sieht halt normaler aus, aber ja, finde ich trotzdem cool, dass man halt dann die Möglichkeit bietet, weil der Motopass auch, wenn man nicht Premium holt, kostet halt natürlich Crew-Credits und Crew-Credits sind halt, ja, mit Echtgeld zu erwerben oder zumindest mal in den meisten Fällen. Ich glaube, man hat immer so ein Startkontingent oder so, aber das ist ja dann relativ fix aufgebraucht. Und von dem her, ja, hat man da halt dann immerhin die Möglichkeit für die eben dafür nichts ausgeben möchten. So, das sind die Fahrzeuge, die vier, wie gesagt, den Käfer konnte ich nicht zeigen, die auch ab morgen mit dabei sind. Und dann, wie gesagt, ab dem 22. September kommen nochmal zwei Fahrzeuge mit dazu. Das sind aber, ja, Fahrzeug ist es, aber es ist tatsächlich, das habt ihr auch schon ganz kurz gesehen, ein Jet-Sprint-Fahrzeug, der Proto Rocket. Und der sieht ja mal richtig verschärft aus, ne? Normalerweise sehen die ja eher so aus, diese Jet-Sprint-Dinger. Und der sieht schon richtig krass aus. Also bin ich sehr gespannt. Und dann kommt noch ein Air Race Flugzeug dazu. Und zwar, da ist es auch schon markiert. Und zwar hier der Extreme Air XA42. Der ist auch noch mit dabei. Und wie gesagt, die beiden kommen dann am 22. mit rein. Ansonsten weiß ich nicht, was noch reinkommt. Vielleicht kommt noch das ein oder andere Fahrzeug über die nächsten Wochen mit rein. Aber das ist zumindest mal das, was mir an die Hand gegeben wurde, was dich erwartet in diesem Motorpass-Update beziehungsweise in dieser zweiten Episode der Season 3 des Motorpasses. Ich bin jetzt raus an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wenn dir dieses Video gefallen hat oder generell diese First Looks gefallen, einfach um schon mal so einen Tag vor dem Update so ein bisschen zu wissen, ah, okay, das ungefähr erwartet mich, das kann ich mich einstellen. Dann, ja, wie gesagt, lass gerne Feedback da, sehr gerne ein Däumchen nach oben, das supportet ja nicht nur das alles hier, sondern auch den gesamten Kanal und darüber freue ich mich natürlich sehr, sehr gerne. Wie gesagt, ein Video mache ich mal noch zu diesen gerade eben 6 genannten Fahrzeugen, beziehungsweise 5 davon gucken wir uns an, insbesondere natürlich den MX-5, den können wir auch gleich ein bisschen tunen, das werde ich, glaube ich, auch gleich am Anfang machen, da müsst ihr dann nicht extra warten oder durchskippen im Video, wenn euch nur das interessiert,
Ansonsten gehe ich die einfach der Reihe nach durch, fahren wir einfach ein kleines Rennen immer und gucken einfach mal, was die so können. So, jetzt aber knapp 40 Minuten lang das Video, mehr als eine normale Folge, aber das können wir uns ja auch mal gönnen. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen wunderbaren, fantastischen Resttag, beziehungsweise Abend. Ich glaube, die Videos kommen ja immer abends, ich muss mich ja da ans Embargo halten. Also ja, wünsche ich dir einen schönen Restabend oder wenn du es erst am nächsten Tag schaust, natürlich auch einen schönen Resttag, Restwoche. Wie auch immer, mach's gut, bleib gesund, bis dann. Ciao!